Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Thema Ziele. Und Ziele hat ja wahnsinnig viel mit Vertrieb zu tun und deswegen freue ich mich hier im Studio bei mir, Susanne Nickel. Susanne, du bist Buchautorin, gerade eben rausgekommen, dein Buch Ziele erreichen. Aber du bist nicht nur Buchautorin, du bist auch Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin. Du arbeitest als Managementberaterin und Business Coach im HR-Management bei Haufe. Man kennt dich vielleicht und deine Meinung aus dem Fernsehen, weil du da durchaus schon als Rechtsexpertin und Mediatorin unterwegs warst. Wir kennen uns aus der GSA, der German Speakers Association, weil du da die beste Keynote gehalten hast in dem Jahrgang der GSA University 2015 und 16. Und, das darf ich auch schon verraten und ich freue mich schon auch drüber zu reden, du bist Balletttänzerin und hast da auf allerhöchstem Niveau, Ballettspezialisten werden vielleicht den Namen Pina Bausch kennen, getanzt und hast dich von ihr ausbilden lassen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen hier im Studio, Susanne Nickel. Hallo. Legen wir los. Es geht um Ziele. Und mich interessiert natürlich, was hat jetzt eine Rechtsanwältin mit Zielen am Hut? Wie geht da der Zusammenhang? Hilf uns mal. Okay, also die Rechtsanwältin, die steckt natürlich in mir, die braucht Struktur und da gibt es auch ganz viel Ziele bei Anwälten, weil die wollen meistens gewinnen. Die wollen meistens, wenn sie Kunden haben, Prozesse gewinnen oder gute Verträge aushandeln und insofern haben Anwälte schon sehr viel mit Zielen zu tun, wobei ich jetzt gar nicht mehr so als Anwältin unterwegs bin, sondern eher als Managementberaterin und Speakerin. Und naja, da geht es auch darum, sich ein Ziel zu setzen, wenn ich Speakerin sein will, um mir zu sagen, wo will ich Vorträge halten, was ist meine Zielgruppe und wie viele Leute will ich in der Zielgruppe haben und so weiter. Und das sind alles Ziele, die ich mir setze. Und da braucht es einen Plan und ein paar Techniken vielleicht auch, um die zu erreichen. Okay, prima. Und du hast ja gerade eben das Buch herausgebracht, wie gesagt, erschienen bei Haufe, Ziele setzen. Und da werden wir sicherlich auch nochmal ausführlich drüber reden. Was ist denn für dich das Besondere? Also ich meine, es sind ja schon Millionen Bücher wahrscheinlich geschrieben worden über Ziele. Jetzt will ich nicht fragen, warum muss die Welt jetzt auch noch dein Buch ertragen? Aber ich sag mal, was ist denn jetzt das Besondere daran? Also ich kenne dich ja aus einem Vortrag, der mich sehr beeindruckt hat, weil du da sehr pragmatisch und auch das Thema Ballett und dein Ballettstudium beziehungsweise dein Balletttraining, das ja auch nicht nur Eierkuchen ist, sondern auch ein bisschen Schaufeln und Schwierigkeiten mit enthält. Also mich interessiert, was ist denn deine Sichtweise auf dieses Thema Ziele setzen und wie können wir das für unsere Hörer, die ja in erster Linie Vertriebsmenschen und Führungskräfte sind, wie können wir das für die ja so aufbereiten, dass die da was mitnehmen können? Also warum braucht die Welt mein Buch? Das ist wirklich eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe, bevor ich es geschrieben habe, weil es gibt viele, das stimmt. Und weißt du, es ist letztendlich so, was mich vielleicht unterscheidet ist, ich bin Business Coach, ich habe eine Mental Coach und eine systemische Coach-Ausbildung, bin systemische Beraterin und habe eigentlich in dem Buch alles reingeschrieben, was ich selber nutze, was ich selber anwende. Und das ist so eine Art Hands-on-Buch im Sinne von Ärmel hochkrempeln, loslegen. Also ich bin nicht die Wissenschaftlerin, die sich kognitiv ergießt über irgendwelche Zieltheorien, sondern ich gebe wirklich einen Leitfaden und das heißt, es kann ein Ziel sein für eine Führungskraft. Ich will die nächste Karriereleiter erklimmen oder will mein Team besser führen. Es kann ein Ziel sein für einen Vertriebler. Ich will mehr Umsatz machen oder auch ein ganz privates Ziel. Ich will meinen Traummann finden zum Beispiel. Ja, gibt's auch schon mal, kommt auch schon mal vor. Und das ist sehr pragmatisch, wie ich beschreibe. Und ich habe meinen Traummann auch übrigens gefunden über meine Visualisierungstechniken. Also das heißt, ich habe alles reingepackt, was für mich relevant ist. Und dadurch finde ich, ist es also hat man mir gesagt, bis jetzt sehr leicht zum Lesen und sehr hands-on. Und wenn ich was ändern will und bereit bin, meinen Widerstand zu überwinden, dann kann ich mit diesem Buch, denke ich, sehr viele Ziele erreichen. Okay. Wir fangen am Anfang an. Also wenn wir uns überlegen, jetzt habe ich vielleicht ein Ziel, ja, Traummann, Traumfrau könnte so ein Ziel sein, aber vielleicht nehmen wir mal irgendein Business-Ziel, vielleicht einen Umsatz, vielleicht ein bestimmter Kunde, vielleicht der Zugang zu einem bestimmten Markt, möglicherweise ja, eine Ertragssteigerung. Also irgendein
wahrscheinlich ja auch ein messbares Ziel oder irgendetwas, wo ich sage, das will ich haben, das brauche ich. Vielleicht ist es auch was, ja, Wachstumsziel. Ich möchte gerne 100 Mitarbeiter haben oder ich möchte gerne in einer bestimmten Art und Weise mein Business gestalten. Wie lege ich los? Also was sind die allerersten Schritte? Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.